Ein viel diskutiertes Thema ist der Deal zwischen der EU und der Türkei. Was besagt denn dieser Deal eigentlich genau? Ein kompliziertes Abkommen, das ich für sehr problematisch halte und das viele auch Unsicherheiten, Fallstricke hat. Also es ist ein sehr umfassender Deal. Für Europa hat es den einen Vorteil oder das Positive für Europa ist oder wäre, dass sich die Türkei verpflichtet hat, alle illegalen Migranten, die also mit Booten über die Ägäis kommen, ohne Einreisepapiere für Europa wieder zurückzunehmen. Das klingt einmal gut, weil das war ja ein viele, viele hunderttausende Menschen sind ja da illegal hereingekommen auf griechische Inseln, die ja nur rund 5 Kilometer vom türkischen Festland entfernt sind. Das ist keine irre Entfernung. Die kannst in Kürze auch mit sehr wackeligen Schlauchbooten überwinden. Und dann auf den griechischen Inseln sind sie dann von den Griechen rasch aufs Festland transportiert worden, weil die Inselbevölkerung protestiert hat, wir wollen die hier nicht. Und dann waren sie in Piräus oder Salonike und dann sind sie rasch an die mazedonische Grenze gebracht worden. Und jetzt hat Mazedonien nicht zuletzt mit österreichischer Unterstützung dort abgeriegelt. Jetzt geht es auf einmal nicht mehr weiter, nicht? Viele, viele Hunderttausende weg sind illegal über Bergpfade. Gibt es immer noch ein paar, aber die großen Migrationsautobahnen geradezu sind zu. Die haben es zuerst mit den Fähren von der Insel nach Piräus, von Piräus mit dem Zug an die mazedonische Grenze dort, sind immer mit Zug weiter. Sie haben nur jeweils an der Grenze also 2 Kilometer gehen müssen, bis dann im nächsten Land im Zug eingestiegen sind. Also so ist das gelaufen. Das ist jetzt vor ein paar Wochen eben von Mazedonien mit Hilfe aller nördlich liegenden Staaten, insbesondere Österreich, gestoppt worden. Die haben da quasi einen Zaun aufgebaut, der relativ gut wirksam scheint. Und jetzt ist der Druck größer geworden und hat man diesen Deal gemacht. Also das klingt einmal gut, die nehmen es zurück. Aber die Gegenleistungen sind dramatisch. Erstens hat sich die EU bereit erklärt, genau die Köpfeanzahl, die da jetzt an illegalen Migranten in der Türkei zurückgenommen wird, dann aus Flüchtlingslagern an der syrisch-türkischen Grenze freiwillig zu importieren. Die gelten dann als legale Migranten. Also zahlenmäßig kommt es aufs Gleiche heraus. Man hat nur die Illegalität quasi gestoppt, das Schlepperwesen gestoppt. Und dort kann man sich vielleicht eher aussuchen, wenn man nimmt, also nicht fast lauter junge Männer, die besonders durch kriminalitätsanfällig sind, die Wehrdienstverweigerer sind, die keine Lust haben, gegen den islamischen Staat Krieg zu führen oder zum Teil haben aber auch da sich potenzielle oder wirkliche Terroristen hineingemischt und natürlich bei diesen tollen Bedingungen, die in Österreich, Schweden, Deutschland auf jeden von ihnen wartet, bessere als er jemals hatte, jedenfalls ist sehr subjektiv durchaus verständlich, dass die migrieren wollen. In Österreich, Deutschland, Schweiz gibt es wieder Arbeitsplätze für sie es gibt viele Gründe, warum das also die große Mehrheit der Bevölkerung ablehnt. Aber es geht im Grund weiter, es ist nur die illegale Migration wird durch eine legale ersetzt und man nimmt an, wenn die Anreize für die Schlepper
geringer werden, weil es wird dann niemand mehr sich sonderlich für die illegale Migration interessieren, weil die Menschen sollen dann angeblich nicht auf dem legalen Weg genommen werden, weil die müssen Fingerabdrücke abgeben, bevor sie wieder zurückgeschickt werden und haben also sollen auch schon einen negativen Asylbescheid haben. Also die Leute verlieren den Anreiz, das ist die Idee. Und dann andere, die kein Geld haben, um sich Schlepper leisten, oder Familien, die, wie soll ich sagen, sozial immer viel unproblematischer sind als diese alleinstehenden Männer, sollen dann geführt werden. Aber wie sie aufgeteilt werden, kein Mensch will auch die haben, außer Deutschland und ein paar Länder, die halt glauben, sich Deutschland willfährig zeigen zu müssen, sind bereit, sie zu nehmen. Aber es gibt nicht nur das, dass dann also dieser legale Strom kommt. Es gibt angeblich 6 Milliarden Euro, was nicht schlecht ist, dass die Türken an Unterstützung kriegen, wo man wieder sagen muss, angeblich nur für die für das Betreiben der Flüchtlingslager an der syrischen Grenze. Das ist ja, wie soll ich sagen, ein legaler Zweck, wo ich auch viel Sympathie habe, dass man denen, die haben wirklich dort einen großen Ansturm, hätte man unabhängig von dem Deal längst machen müssen. Das ist, also wenn es wirklich für die Versorgung und Erziehung und Betreuung in diesen Flüchtlingslagern aufgewendet wird, dann ist das absolut okay. Aber auch da habe ich Zweifel. Das Nächste, was sehr problematisch ist, dass man den Türken offenbar zugesagt hat, für sie selber türkische Staatsbürger Visafreiheit. Ein Türke, der nach Europa kommt, hat bisher ein Visum gebraucht und dort Europa ja oder auch oft nein sagen können. Die Vermutung ist groß, dass dann Türken selber als Flüchtlinge nach Europa kommen. Die Türken, die wir hier haben, sind ja als vereinfacht ausgedrückt Gastarbeiter gekommen und haben sich dann hier sehr kräftig vermehrt. Aber und nachdem die Türkei jetzt gerade eine massive Unterdrückungswelle an Menschenrechten, speziell gegen die Kurden, gegen einen Teil der eigenen Bevölkerung, führen sie gerade zu Krieg. Nur wenn dort einer von Autonomie redet, dass man ein bisschen Eigenregeln haben will für die Kurden, ist man dort schon, landet schon sofort in relativ brutalen Gefängnissen. Aber es gibt sicher auch eine kurdische Befreiungsbewegung, die auch militärisch kämpft. Also da ist ein Krieg und da ist es schwer zu sagen, nein, wenn jetzt so ein Kurde hereinkommt, der kriegt kein Asyl. Also das ist extrem problematisch und noch dazu kommt, dass den Türken auch zugesagt wurde, ihre de facto völlig stecken gebliebenen Beitrittsverhandlungen, ein Beitritt zur EU werden jetzt wieder beschleunigt. Also das ist ein Kaufpreis, der so, es wurde zwar gesagt, die Bedingungen bleiben, aber es wird wieder viel intensiver verhandelt. Also das macht mich extrem skeptisch dazu. Und dazu kommt natürlich, dass man jetzt also den Herrn Erdogan, der sicher demokratisch zur Macht gekommen ist, aber der jetzt immer mehr hinüberkippt, wirklich ein arger, übler Diktator zu werden, aufwertet. Nicht? Wenn man jetzt das ganze europäische Schicksal in der Flüchtlingslage vom Herrn Erdogan abhängig macht, dann wertet man den auf. Und das ist also auch ein Typ, den ich nicht gerade aufgewertet haben will. Wie ist da jetzt die Zustimmung innerhalb der EU? Ist das eine dieser Sachen, wo wirklich jeder dahinter steht, die einzelnen Mitgliedstaaten? Absolut nicht. Das war mehr oder weniger ein Wunsch Deutschlands. Und sie hat nur, aber sie hat schon eine Art Zustimmung in der EU bekommen dafür. Nur unter der, was sie nicht durchgekriegt hat, also gleichsam unter der Bedingung, dass nichts gesagt wird, wie denn diese legal hereinkommenden Türken
aufgeteilt werden. Nicht? Jetzt landen sie de facto überwiegend in Deutschland, aber eine ganze Reihe von EU-Staaten hat gesagt, wir nicht. Und Österreich hat eh schon so viele, allein im Vorjahr 90.000. Und es haben viele gute Gründe, viele diskutable Gründe, warum sie es nicht wollen. Also nur so haben sie es durchgebracht. Aber wenn gesagt wird, na gut, also das Geld für Flüchtlingslager, okay, da muss man eigentlich dafür sein. Und dass die illegale Migration gestoppt wird, da muss man auch dafür sein und von mir aus halt, aber eine legale, nur bisher gibt es nur eine Vereinbarung über eine Migration von 72.000 Menschen. Das ist das, was früher in einem Monat, mehr, weniger als das, was früher in einem Monat auf dem Weg hereingekommen ist im letzten Jahr. Also und es wurde auch ausdrücklich von vielen festgehalten, an den Bedingungen für den türkischen Beitritt ändert sich nichts. Es ist nur, man verhandelt jetzt wieder, was man in den letzten Jahren praktisch nicht mehr gemacht hat. Was ist denn genau das Interesse der Türkei, an der EU beizutreten? Ich meine, die Türkei steht ja wirtschaftlich nicht schlecht da, soweit ich weiß. Was ist denn die große Intention dahinter, der EU beizutreten? Ja, es ist natürlich einerseits das Interesse der Türkei durchaus selber, das Überangebot von Arbeitskräften dann völlig frei in der EU sich Jobs suchen kann. Also das, was man immer, was ich, ab den 60er Jahren Gastarbeiterabkommen, 10.000 da, 10.000 dort und so hat sich das entwickelt, kann man dann viel leichter machen. Also die Türkei kriegt einen Teil ihres Bevölkerungsüberschusses weg. Die Türkei ist, wie du richtig sagst, wirtschaftlich durchaus zum Teil gut unterwegs gewesen, in letzter Zeit allerdings auch nicht. Und es gibt praktisch kein Land der Welt, das nicht profitieren würde, Teil eines großen Marktes zu sein. Wenn du brauchst keine Abkommen, sondern dann kannst du alles wirtschaftlich frei zu machen. Das ist ja auch das Unproblematische, auch für uns. Nur hat die EU eben auch hohe Menschenrechtsstandards entwickelt und da ist so ein Land absurd, es aufzunehmen. Und die Türkei wird nicht nächstes Jahr nicht plötzlich ein korrekter demokratischer Rechtsstaat werden. Wir haben schon bei den letzten Aufnahmen, waren wir eindeutig zu großzügig. Ich meine, das waren arme Länder, darüber kann man ja reden, aber in Bulgarien, Rumänien hast du so eine hohe, tief verwurzelte Korruptionskultur oder Unkultur, muss man eigentlich sagen, dass man nicht, wenn man jetzt einen Vertrag unterschreibt, ist die weg. Trotzdem sind Richter, Ärzte, Lehrer bestechlich. Da kriegst du wirklich ein Schuldzeugnis, wenn du Lehrer bestichst, auch wenn das Kind ein bisschen deppert ist, um es brutal zu sagen. Also, und du gewinnst Gerichtsprozesse, wenn du Richter bestichst. Das ist ja nichts Offizielles. Im Gesetz ist das dort auch verboten. Aber es findet statt. Und wenn jeder weiß, wenn es du willst, muss ich dem aber 100 Euro zahlen und so, und dann kriege ich schon, was ich will, dann schadet allen, aber dem Einzelnen, der einen korrupten Akt begeht, der glaubt, das nützt ihm nicht. Und manches Mal stimmt das ja auch. Also da waren wir schon viel zu großzügig. Und jetzt bei der Türkei, wo es natürlich auch eine Korruptionskultur gibt, aber also eine wirklich fast eine Diktatur. Pressefreiheit wird massiv eingeschränkt. Also der Kurdenkrieg, das ist also so schlimm, dass viele europäische Länder es, wie ich das einschätze, nie akzeptieren würden. Und in Österreich, das hat ja damals der Wolfgang Schüssel durchgesetzt, gibt es die fixe Zusage und die wird bis heute also immer wiederholt, es muss eine Volksabstimmung geben vor einem türkischen EU-Beitritt in Österreich.
Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at.